Die zwei Arten von Werksgerechtigkeit, die du kennen solltest. Ein Irrtum mit fatalen Folgen. Wir alle wissen, dass die Bibel klar vor Werksgerechtigkeit warnt. Doch viele Christen erkennen nicht, dass es zwei Arten von Werksgerechtigkeit gibt. Die eigene Werksgerechtigkeit, das Bestreben durch eigene Anstrengung, Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen. Die Werksgerechtigkeit aus Jesu Werken. Die Annahme, dass Jesu Opfer allein einen Besitzstand schafft, ohne dass unser Leben verändert wird. Diese zweite Art ist besonders gefährlich, weil sie weit verbreitet ist und Menschen in falscher Sicherheit wiegt. Doch Gottes Wort zeigt uns, es gibt keine Gerechtigkeit außerhalb der Beziehung zu Jesus. Ohne Buße, Gehorsam und Heiligung bleibt auch der Glaube tot. Viele Christen tragen Bibelverse über die Gerechtigkeit wie eine Monstranz vor sich her. Martin Luther brachte viele auf den falschen Weg, indem er fragte, wie wir vor Gott gerecht werden können und nicht, wie Gott gehorsame Menschen bekommen kann. Es geht nicht um unseren Besitzstand, sondern um Gottes Anspruch an uns. Leider haben viele Menschen nicht verstanden, dass sie die Gerechtigkeit, von der die Bibel spricht, nicht für sich in Anspruch nehmen können, weil sie die Bedingungen nicht erfüllen. Sie können sich nicht auf den Werken Jesu ausruhen und glauben, dass sie es wie einen Besitzstand mit sich herumtragen können. Sie sind im Grunde auch selbstgerecht. Nur ruhen sie sich auf den Werken Jesu aus. Erstens, Werksgerechtigkeit aus eigenen Werken. Die erste Art ist bekannt und oft thematisiert. Paulus warnt in Epheser 2, 8-9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Wer meint, durch gute Taten, Frömmigkeit oder religiöse Leistung gerechtfertigt zu werden, ignoriert die Botschaft des Evangeliums. Die Rettung ist allein Gottes Werk, das wir im Glauben annehmen. Doch die Bibel bleibt hier nicht stehen. Rettender Glaube ist kein bloßes Fürwahrhalten, sondern ein lebendiger Glaube, der sich im Gehorsam zeigt. Die gefährlichere Art, Werksgerechtigkeit aus Jesu Werken. Hier wird es subtiler. Viele sagen, ich glaube an Jesus und sein Opfer, ich bin gerettet. Doch Glaube, der nicht zu Buße, Nachfolge und Heiligung führt, ist eine Täuschung. Jakobus 2,17 mahnt, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, tot in sich selbst. Wer meint, dass Jesu Tod eine Freikarte für ein weitergehendes Leben in Sünde ist, verfälscht das Evangelium. Wahre Gerechtigkeit zeigt sich nicht in einer abstrakten Rechtfertigung, sondern in einer lebendigen Beziehung zu Jesus, die unser Leben verändert. Was sagt die Bibel über falschen Glauben? Matthäus 7, 21, 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Hebräer 12, 14. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wer Jesu Opfer nur theoretisch annimmt, ohne sein Leben Jesu zu unterstellen, bleibt in Rebellion. Solche Menschen leben nicht in der Gerechtigkeit Gottes, sondern in einer falschen Sicherheit. Gerechtigkeit nur in der Nähe zu Jesus. Gott verlangt nicht eine abstrakte Gerechtigkeit, sondern eine lebendige Beziehung. Johannes 15,5 zeigt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Die Frucht des Gehorsams und der Heiligung wächst nur, wenn wir mit Jesus verbunden bleiben. Diese Verbindung bedeutet, dass wir sein Wort ernst nehmen, Sünde meiden und unser Leben ihm weihen. Buße, der erste Schritt zur echten Gerechtigkeit. Ohne Buße gibt es keine Vergebung. Apostelgeschichte 3,19 fordert, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Buße bedeutet nicht nur, unsere Sünden zu bekennen, sondern sie zu lassen und uns von Gott verändern zu lassen. Was ist falsche Buße? Viele fühlen sich schuldig und bitten Gott um Vergebung, ohne die Absicht, ihr Leben zu ändern. Doch wahre Buße führt zu einem Hass auf die Sünde und einer radikalen Abkehr. Die Rolle der Heiligung. Gerechtigkeit und Heiligung gehören untrennbar zusammen. Römer 6, 22 sagt, jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott untertan geworden seid, habt ihr als Frucht die Heiligung und als Ende das ewige Leben. Heiligung ist kein optionaler Teil des christlichen Lebens. Es ist der Beweis, dass unser Glaube echt ist. Wer die Heiligung vernachlässigt, hat die Gnade Gottes nicht verstanden.
Der rote Faden, Gottes Ziel ist Gehorsam. Es geht nicht darum, dass wir vor Gott gerecht erscheinen, sondern wie Gott aus uns gehorsame Nachfolger macht. Philipper 2,13 sagt, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Unser Leben soll eine Antwort auf Gottes Gnade sein. Diese Antwort zeigt sich im Gehorsam, Hingabe und einem Lebensstil, der Gott ehrt. Warnung vor falscher Sicherheit. Jesus warnt vor Selbsttäuschung, Lukas 6,46. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Es ist möglich, Jesus zu kennen, ohne ihm zu gehorchen. Solch ein Glaube rettet nicht. Die Furcht des Herrn, der Anfang wahrer Weisheit. Nur wer Gottes Heiligkeit erkennt und Ehrfurcht vor ihm hat, wird die Sünde ernst nehmen. Sprüche 8,13 sagt, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Die Furcht des Herrn bewahrt uns davor, Gnade zu missbrauchen und in falscher Sicherheit zu leben. Beziehung statt Religion. Gott will keine toten Rituale, sondern eine lebendige Beziehung. Johannes 14,15: Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Liebe zu Jesus zeigt sich in Gehorsam und Hingabe. Kein eigener Verdienst, alles durch Christus. Letztlich ist alles, was wir sind und tun, durch Jesus möglich. Doch seine Gnade ist kein Erlaubnis zur Sünde, sondern die Kraft, ein heiliges Leben zu führen. Titus 2, 11-12: Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen, und sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Aufruf zur Umkehr. Wenn du dich in einer der beiden Formen von Werksgerechtigkeit findest, ob durch eigene Werke oder durch ein falsches Verständnis von Jesu Opfer, dann rufe ich dich zur Umkehr auf. Erkenne, dass wahre Gerechtigkeit nur in der Beziehung zu Jesus zu finden ist. Lasse die Sünde, tue Buße und lass den Heiligen Geist dein Leben erneuern. Ohne Heiligung wird niemand Gott sehen. Vertraue auf die Gnade, aber lass sie in dir wirken, um ein Leben des Gehorsams und der Hingabe zu führen.